Hier ist noch in den Fußstapfen der Götter. Was ist das? Was ist das? Nachrichtentafel. Ich will auf den Berg aber erstmal klettern, weil dann haben wir ein Schnellreiseziel. Dann kann man jederzeit hier hin. Na, hör doch mal auf damit! Steck die Dinger wieder weg! Alter! Ich hasse es! Jedes Mal drücke ich den falschen Knopf. Ihr wisst noch, alte Assassin's Creed-Teile. Wo ist man mitgelaufen mit R2? Ich habe immer noch die Erzähl-Collection in letzter Zeit viel zu oft gespielt. Die habe ich ja nach Origins gespielt. Deswegen habe ich noch die Steuerung im Kopf und nicht die von Origins. Ach ja, die versteckte Klinge wird es in diesem Spiel nicht geben. Zumindest nicht mit diesem Charakter. Es gibt ein DLC wahrscheinlich, wo es um die versteckte Klinge geht. Aber ich weiß schon etwas über die versteckte Klinge. Was sehr interessant ist, wer zum Beispiel es jetzt als erstes eingesetzt hat und gegen wen. Aber ich will nichts sagen, das wird wahrscheinlich in dem Spiel nämlich hier erklärt, gesagt. Wäre cool, wenn wir den ersten richtigen Assassin treffen würden. Also der erste, der die versteckte Klinge das erste Mal einsetzt. Alter, da soll ich... Okay, der hat aber einen kleinen... Sorry. Natürlich typisch schlichen! Alter... So eine Statue haben wir hier rumstehen. Was ist denn hier los? Okay. Jetzt klettere ich an seinem nackten Hintern hoch. Ist das euer Ernst hier? Der hat aber einen knackigen Hintern. Sorry. Und wir sollten Cassandra nicht so auf den Arsch schauen. Ja. Alter, guckt euch diese Gegend an. Tot. synchronisiert. Somit haben wir diesen Punkt als Aussichts, also als Schnellreise jetzt. Hier ist ein Schmied, hier ist ein Schiffsdock. Wir bekommen auch noch ein eigenes Schiff, das ist geil. Aber das war auf einer kleinen Insel starten, das war so klar eigentlich. Oh Gott, ich werde noch sterben durch Fallschaden, Leute. Darauf könnt ihr euch einstellen. Ach ja, und Untertitel mache ich doch wieder aus. Die haben mich so ein bisschen gestört. Warte mal, habe ich wieder... Ach ja, ich kann wieder eine Fähigkeit so richtig verbessern. Ach so, den kann ich nur verbessern, wenn ich weiter... Ah ja, okay. Fächerschuss. Ja!
R zum L2, ja. Kann ich den dann lenken? R2 gedrückt halten. Ja, alles klar. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Ich bin die Einzige hier, aber vielleicht kann ich helfen. Oh, Cassandra, du hast mich erschreckt. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Ich finde. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Was ist der Speer von des Kephalos? Kephalos hatte einen Speer? Cassandra, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kephalos Kephalenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf einen Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte. Das klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Ja, das klingt logisch. Wozu brauchst du den Speer? Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Wo ist der Speer? Also, wo ist dieser Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephalenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang, vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Das genügt fürs Erste. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Ich verfolge die Quest auch gleich. Es gibt immerhin XP, Leute. Gibt's denn sonst noch was? Nee. Okay, dann holen wir uns den Speer. In den Höhlen, also, ne? Ein Krieger, der den Speer gewinnt, hat die doch gesagt, oder habe ich mich geirrt? Da ist das Ostra. Irgendwas. Warte! Halt! Stopp! Ich muss auftauchen!
Die Reichweite ist nicht gut genug. Ist hier echt nicht mehr Schiff? Dann egal. Ja, ist ja okay. Hier bin ich schon komplett woanders. Wo bin ich denn hier? Ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Suche ich dann ein andermal. Aber vielleicht ist der Schatz ja auch das, was wir suchen. Ich weiß, wir gucken ja wieder ein bisschen auf den Arsch. So. Alter, wir können unter Wasser kämpfen. Ach, konnten wir ja damals auch schon. Können wir diesen Adleraugen-Dings nicht machen oder irgend sowas ausspüren oder so? Da sind Höhlen. Vielleicht da drin. Hoffen wir es mal, dass wir da drin was finden. Okay, da ist mehr Wasser. Augen, gewöhnt euch dran. Ja. Ja, ist ja gut.
haben nichts gefunden. Augen, please, danke. Oh, sorry, ich habe jetzt gerade so ein Kratzen im Hals. Gehört das noch zum Untersuchungsort? Scheinbar. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ach, ist das... Ah. Steh auf! Warum muss ich immer in Höhlen kämpfen? Kann mir das einer mal sagen? Hier wird man leichter entdeckt. Das ist nicht so gut. Außerdem weiß ich nicht, wie ich die markieren soll. In Höhlen! Warum muss ich immer in Höhlen? Das ist so scheiße. Höhlen kann ich wirklich keinen einzigen... Speer von Kephalos. Es sind nur zwei Gegner gewesen, es hätten wahrscheinlich nicht mehr Leute belagert oder so. Ich muss das Schleichen noch üben. Ich habe noch keinen Bogen. Mit Bogen wäre es noch einfacher. Und ich muss mal aus Höhlen raus und nicht... In Höhlen kämpfen ist nicht meine Stärke. Da werde ich zu leicht gesehen. Also meine Schleichskills bis jetzt sind unter aller Sau. Kann ich tauchen? Ja. So, Hauptsache hier raus erstmal. Da hinten können wir hoch. Hier gibt es aber auch bestimmt wieder solche Krieger, Kopfgeldjäger oder sowas. Ich weiß nicht, wie sie in Griechenland heißen. Die uns bestimmt in den Kragen wollen. Wir werden es bestimmt auch mit Göttern und mythischen Wesen zu tun bekommen. Schon allein, weil Assassin's Creed ist ja noch bei Weitem nicht mehr originalgetreu.
Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Cassandra, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Es könnte uns auf andere Art und Weise vielleicht noch nützlich sein. Außerdem, erstens, was soll ich mit dem Speer?